grundsätzlich sehr, sehr positiv. 57% der deutschen Unternehmen beurteilen die Wachstumsaussichten ihrer Unternehmen für 2022 positiver als im Vorjahr. Zwei Drittel planen sogar in den kommenden 6 Monaten Neueinstellungen. Die Nachfrage nach qualifizierten Fach- und Führungskräften hat bereits das Vorpandemie-Niveau erreicht und für einige Positionen ist diese Nachfrage sogar höher als vorher. Und dieser Trend wird sich mit Sicherheit weiterhin fortsetzen. Fast 50% der Ansprechpartner, die wir befragt haben, gehen davon aus, dass die Personalsuche nach der Pandemie schwieriger wird. Unternehmen möchten wieder einstellen und genauso suchen Bewerber und Bewerberinnen wieder nach neuen Karriereoptionen. Unternehmen gehen davon aus, dass die Suche nach guten Mitarbeitern nach der Pandemie schwieriger werden wird. 88% der Personalverantwortlichen befürchten Kündigung von Top-Talenten. Attraktive Gehalt und die Arbeitsbedingungen sind daher dringend erforderlich. Das Gehalt bleibt also ein zentraler Faktor. Aber auch die richtigen Benefits können allerdings ausschlaggebend sein bei der Entscheidung für oder gegen ein neues Unternehmen. Fast 40% der Ansprechpartner haben uns gesagt, dass Remote Work grundsätzlich Unternehmen attraktiver machen wird für Bewerber. Im richtigen Personalmix spielen für Unternehmen natürlich auch Freelancer und Zeitarbeitskräfte in Zukunft eine wichtigere Rolle. Doch auch beim Recruiting von Festangestellten werden Firmen flexiblere Angebote machen müssen als vor der Pandemie. Mit Remote-Arbeit können sie den Kreis der Bewerber und Bewerberinnen geografisch ausweiten und somit die passenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden. Ob das auch Auswirkungen auf die Gehälter hat, wird sich im Laufe der nächsten Monate zeigen. Soft Skills sind vor allem bei der Integration der neuen Arbeitskräfte ins Team sehr, sehr wichtig. Hier sind gefragte Soft Skills Kreativität, Anpassungsfähigkeit, selbstständiges Arbeiten, natürlich die emotionale Intelligenz und Change Management. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass vor allem Anpassungsfähigkeit, selbstständiges Arbeiten sehr, sehr wichtige Fähigkeiten in der neuen Arbeitswelt sein werden.